Jetzt werden wir den Rhythmus Merengue erlernen und dafür habe ich die liebe Jenny mitgebracht. Schön, dass du da bist. Hallo Anna, danke schön. Jenny, erzähl uns einfach ein bisschen mehr über Merengue. Ich bin schon so richtig neugierig. Das mache ich gerne. Merengue hat als Ursprungsland eigentlich die Dominikanische Republik, aber es gibt in vielen lateinamerikanischen Ländern tatsächlich stilistische Adaptionen dieses Rhythmus. Es ist ein super fröhlicher Rhythmus, macht einfach gute Laune und es hat einen sehr regelmäßigen Beat. Man hört immer in der Musik ein Bing, 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 Bing. Ja, genau so. Ja, man möchte direkt mittanzen. Total. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Choreografie. Die Choreografie startet mit einem absoluten Basic-Schritt. Wir machen Step-Touch, okay? Wir gehen immer zur Seite, Side-Tap, Side-Tap, Side-Tap. Perfekt. Du hast direkt schon den richtigen Groove drauf. Du gehst automatisch tief und hoch. Das ist genau das, was wir machen. So kann man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Style geben und das Ganze ein bisschen cooler, lässiger wirken lassen. Und man fühlt es direkt auch in die Beine, ne? Das ist ja ein gutes Training auch. Direkt, genau, super. Gleich mit der Musik wird es ein bisschen schneller. Also lass uns ein bisschen Tempo machen. Yes. Super. Ich würde sagen, wir starten mit Musik. Gerne. Und dann geht's auch direkt los. Super, sieht es aus. Mega. Sehr gut. Für den nächsten Schritt machen wir eine kleine Vorübung. Wir beugen und strecken unsere Knie. Mhm. Genau, du wirst schon merken, wie die Hüfte automatisch über das gestreckte Bein möchte. Ja, genau, richtig. Ja, das ist diese typische Merengue-Hüftbewegung, diese Gegenbewegung in der Körpermitte. Dazu laufen wir jetzt locker auf der Stelle. Und wenn du magst, kannst du auch direkt die Arme ein bisschen mitnehmen. Ah, perfekt, das sieht super aus. Sehr schön. Jetzt öffnen und schließen wir die Füße. Vorne auf, hinten zu. Achtung, in 4, 3, 2 und... Yes, genau. So, als würde ein V vor dir auf dem Boden liegen. Sieht mega aus. Okay. Mach mal alleine weiter. Ah. Mega. Du hast mich erwischt. Achtung, jetzt noch einmal. Dann bleiben wir auf der Stelle und formen mit den Händen ein Herz. Genau, das Herz schlägt. Du wirst auch in der Musik hören, dass sie etwas über Herz singen. Oh, wie süß. Ja? Okay. Sollen wir es direkt mit Musik probieren? Gerne. Super. Starten wir mit geschlossenen Füßen, denn wir öffnen jetzt immer zur Seite, okay? Achtung, es geht auf, am Platz, zu und auf, am Platz, zu. Ein drittes Mal, kurzer Stopp, vier kleine Hopser in der Mitte und zur anderen Seite. Super. Jawohl, noch ein drittes Mal und jetzt kommen wieder die Hopser. Achtung, hep, 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 das wiederholen wir nochmal. Perfekt. Ich gehe ein bisschen tief, Achtung, hopp. Das gibt dem Ganzen auch wieder so ein bisschen mehr Style, ne? Sehr gut, letztes Mal. Und hep, 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 hep. Jawohl, direkt mit Musik, oder? Gerne. Jawohl. Achtung, auf geht's zur Seite. Und jetzt der Hop. Yes. Und Achtung. Super machst du das. Oh oh. Einmal noch. Und Achtung! Hey, hey, hey! Yes! Der nächste Part, Oana, ist unser Zumba Signature Move. Das ist der Move in der Zumba-Welt. Wir nennen ihn Beto Shuffle. Wir beugen die Knie, Füße schön nach außen. Perfekt. Jetzt nimmst du die Hände vorne nebeneinander und schmierst quasi immer so ein bisschen aneinander vorbei. Yes! Genau so. Das machen wir jetzt immer Single, Single, Achtung, Double. Nochmal. Single, Single, Double. Mit Musik wird es gleich ein bisschen schneller. Wir nehmen schon mal ein bisschen Fahrt auf. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Super. Und es gibt noch ein paar Hey-Heys in der Musik. Okay. Wenn du mir hilfst gleich, das zur Musik zu machen, ja? Okay, dann let's go with music.
Achtung, Knie schön tief. Here we go. Und. Wenn du möchtest, mehr Power, genau. Hey, 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 yes. Hey, hey, letztes Mal. Hey, hey, woo, mega Job. Im nächsten Part werden wir in der Musik genau hören, was wir zu tun haben. Musik und Choreo gehört ja bei Zumba immer zusammen. Das heißt, wir hören Move to the right, also gehen wir nach rechts. Okay? Ja, super, aber das finde ich ganz gut, weil ich glaube, das hilft uns ja, die Choreos schneller zu lernen. Total, das macht es viel einfacher. Super. Ja, Achtung, wir haben so eine, wie eine Tanzhaltung eigentlich und wir gehen zur Seite. Eins, zwei, drei und wechsel. Eins, zwei, drei und wechsel. Nochmal, eins, zwei, drei. Und jetzt wird's tricky, wir hüpfen auf 1, 2, 3. Das machen wir nochmal. Achtung, 5, 6, 7 und seit, seit, seit und switch. Yes, genau so. Noch einmal, 1, 2, 3, 4 und jetzt wieder mit hüpfen und 1, 2, 3. Ganz genau so. Sollen wir es mal mit Musik machen? Man wird es genau hören in der Musik. Aufgepasst. Und seit. Und switch. Nochmal. Achtung, aufgepasst. Hopp. Yes. Letztes Mal. Und hopp. Genau so. Teil sollten wir unbedingt weiter hinten starten, denn unsere erste Bewegung ist vorwärts. Also wir gehen ein Stück zurück, haben unseren typischen Merengue-Marsch, wieder mit der Hüfte, die machst du wirklich wunderschön. Wenn wir vorwärts laufen, nehmen wir die Arme mit, um so ein bisschen Energie zu kreieren, okay? 4, 3, 2 und vorwärts, 5, 6, 7, 8 und rück. Genau, das machen wir nochmal. Vorwärts und zurück, ganz genau so. Ich glaube, wir können das direkt mit Musik machen. Super. Achtung, let's go. Sehr schön. Noch einmal. Und das letzte Mal. Wenn du die ganze Choreo lernen möchtest, klicke einfach auf das Mini-Workout und erlebe den ganzen Song plus drei weitere tolle Rhythmen. Oder du spielst diesen Track nochmal von vorne ab, bis du dich bereit fühlst.